Moin Moin, mein Senior Didi. Hallo, hallo. Heute will ich mal wieder auf Entdeckungsreise gehen. Am frühen Morgen. Noch gar nicht richtig klar im Kopf. Und zwar will ich wieder in Cubase rumstöbern. Cubase AI12. Ein Tonstudio. Eine digitale Audio Workstation, sagt man. Aber ein Mixstudio kann man sagen. Für Musik oder für irgendwelche Töne. Es ist ein Tonstudio. Ja, und da will ich mal weiter so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Ich bin ja da auf Entdeckungsreise. Ich bin da noch nicht so der Könner. Und ich versuche mich jetzt in Cubase richtig reinzudenken, reinzuführen. So, und da sind so viele Möglichkeiten, das muss man erstmal lange, lange probieren und checken. Ich mache mal jetzt den Test 2, was ich letztes Mal verlassen habe. Mache ich jetzt mal an. So ist das Keyboard. Ich würde sagen jetzt, mit dem Keyboard, dann mache ich dann also nochmal später. Kann sein, dass ich ab und zu mal so einen Ton mal reindrücke, dass man das hier machen kann. Aber im Grunde will ich jetzt mit Cubase erstmal arbeiten. Und da wäre es besser für, wenn ich die Kamera erstmal direkt an ein Bildchen bringe, dass man das besser sieht. Ne? Ich werde das mal ein bisschen so stellen. So. Ja, dann mache ich dann. Und dann kann ich ja immer noch am Keyboard hier arbeiten, vielleicht noch ein bisschen weiter rum. Oder? So. Und dann kann ich doch hier auch seitlich mit dem Keyboard arbeiten. So. Ja, dann kann ich hier direkt mich jetzt dran gehen. Dann kann man das nämlich besser einstellen. Ja, ne? Mache ich jetzt mal das Licht aus, dass das nicht blendet. In der Bildschirm, der blendet ein bisschen. So, so reicht das. Ne? Das geht. Also es geht um Musik jetzt, ja? Das heißt also, ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Einstellung für die Kamera jetzt ist. Dass so in Ordnung ist, das sieht schon ganz gesund aus, ne? So, dass man den ganzen Bildschirm sieht, so. Und so. Ja, ich glaube, so sieht man schon ganz gut, ne? So. Das kann man so lassen und gucken wir jetzt mal bei Cubase rein. Na, das ist ja erstmal so am Anfang besser, dass ihr das auch besser verfolgen kann, was ich hier für einen Unfug treibe, ne? Also im Grunde ist Cubase ein riesengroßes Softwareprogramm. Ne, mit mehreren Instrumenten, virtuellen Instrumenten und Effekten und Loops und Presets und sowas alles. Das muss man erstmal alles erforschen. Ich bin jetzt erstmal so am Anfang an der Oberfläche am Kratzen. Das heißt also, ich habe jetzt erstmal so kennengelernt die Inspektor hier und die Spurliste und das Hauptfenster hier und die ne, rechte Seite und unten der Editor. Das ist mal wichtig zu wissen so. Dann hat man hier oben eine Arbeitsleiste noch und hier unten kann man auch noch einige Sachen machen mit dem Takt und so, an und aus und ne. So, das ist das Grobe, das habe ich jetzt langsam alles kennengelernt. Und jetzt letzte Sendung habe ich mit dem Groove Agent und mit dem Helion Sonic SX SE gearbeitet. Das heißt also, das sind diese beiden Geräte hier. Ja, ich mache den einmal hier an, kann man hier auch holen, so, einmal diesen hier, das ist der Groove Agent. Ne? Kann man zu Hause mitmachen. Also im Grunde nennen die Geräte sich Klangerzeuger. Und die machen also alles, das, was man will, ne? Wenn man es drauf hat. Ja. Mal ein bisschen lauter. Ja, ich glaube, ich habe das im Mixer leiser gemacht, weil das wohl so ein bisschen laut ist. Wenn man da habe ich da leiser gemacht, machen wir mal wieder ein bisschen lauter. So. Das ist ein bisschen.
Okay, aber da. Ja, das sind ganz kleine Loops oder sowas oder Einzeltöne. Ja, und das habe ich ja letztes Mal so ein bisschen geübt, was da alles so mit machbar ist. Und das ist die oberste Spur. Da habe ich mir jetzt einen Rhythmus, ich mache das hier unten mal ein bisschen leise und mache nur jetzt mal die Spur, die ich letztes Mal entwickelt habe. Das ist die jetzt hier, ne? Machen wir nochmal von vorne. Das ist ein Loop. Ja, da kann man hier auch richtig auf Forschungsreise gehen, in diesen VST-Instrument, sagt man dazu. Ein virtuelles Schlagzeug, ne, oder so kann man auch sagen, mit ganz vielen Presets und so. Ja, man kann also diese Spur, die ich jetzt gerade gehabt habe, das hier, das ist ja jetzt nur die Schlagzeugspur. Die kann ich auch jetzt verändern, wenn ich will. Also so ein Sound gefällt mir gar nicht so. Dann lasse ich das einfach laufen, den Loop, und werde mal was anderes suchen. Und dann kann man hier oben machen. Hört mal, wie das jetzt sich anhört, das ist die Spur hier. Ne? Das ist dieselbe Spur. Also die rote, ne? Jetzt mache ich nochmal weiter. Sind dieselben Anschläge, aber anderer Sound, ne? In der nächsten. Na, da kann man sich dann raussuchen, was man wirklich will. Also ich sag, das ist so unendlich vieles. Na, geht dann wieder von vorne. Also ich kann mir einen anderen Sound suchen. Und suchst du lange, bis ich was gefunden habe, ja? Kann das auch schneller oder langsamer machen. Anderer Sound. Anderer Sound. Da lief. Ambient, Kit 01. Ambient, Kit 1. Ambient. Ja, also kann das hier richtig so einstellen, wie ich das haben will, den Sound hier, ja? Ne, machen wir weiter hier. Belladonna. Nennt sich der Sound. Bessie. Fetter Bass, ne? Ein bisschen lauter machen. Na, fett, ne? Mal gucken, was wir noch haben hier. Nächsten. Boom, boom. Bourbon. Break me down. Chemical. Also unendlich Möglichkeiten, hier selber Sound zu gestalten, ne, zu produzieren. Da sieht man noch die Spur, die wird wohl bloß verändert vom Sound. Ne? Mal dieselbe Spur hier. Mal den nächsten. Hört sich wie ganz satt an, ne?
jetzt den Sound. Connection Easter. Da sieht man jetzt, was gespielt wird, ja? Was der automatisch spielt. Das kann man aber, wie gesagt, auch mit der Maus machen, ne? Wenn man das will, dann kann man das auch mit hier reinbauen, ja? Jetzt weiß man mal, welcher Sound mir am besten gefällt noch. Ja, der ist ziemlich ruhig so, ne? Das Dance. Alles ein guter Agent jetzt hier, ne? Einstein heißt das Ding. Elektro-Kit. Elektro. Ne? Aber ich geh mal nach Einstein, der war ziemlich ruhig da. So, den lassen wir mal so laufen. Den will ich ja so als die Spur jetzt hier so lassen, die rote, ja? Dann ist das ja schon mal gestellt. So, jetzt will ich als nächstes, das war ein Groove Agent, aber man sieht, man kann da ganz viele Sachen mit. Oder eins drauf drücken, ne? Da habe ich ja schon mal gezeigt hier, da kann man noch eins an die Drache, oder? Ne? Da kann man auch mal hier alles verstellen, also mit Effekte belegen und sowas alles. Ja, oder man kann das Instrument selber holen. Ja, drauf einfach spielen. Jetzt will ich aber mal zu der nächsten Spur gehen. Das ist jetzt Helium Sonic. Ja, den habe ich als zweite Spur genommen. Und das ist das Gerät hier. So, dann sind schon mal zwei VST-Instrumente. Und da gibt es unendlich viele von. Die sind jetzt bei Cubase mit bei. Ne? Top-Gerät hier. Ne, bis man die durchgeforstet hat, alles und was alles machbar ist, da hat man schon viel zu tun, ja. So, dann haben wir den hier. Das ist jetzt der Groove Agent. Den mache ich jetzt mal weg. Weil ich habe ja jetzt diese Spur, die rote habe ich jetzt fertig. Jetzt will ich an der grünen Spur mal rangehen. Das heißt also im Grunde, ihr müsst den hier. Was Sound machen und? Es könnte jetzt sein, dass ich das sogar hier mit meinem Keyboard auch steuern kann. Mal schauen. Ich mache das jetzt mal hier bei mir leiser, dann kann ich das über das Keyboard. Das meine ich ja, ne? Da kann ich das jetzt hier das Keyboard steuern. Und jetzt mache ich mal da gleich auch einen Bass zu und die Akkorde. Mal gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Das heißt, wenn ich die Akkorde jetzt alleine mache erstmal, die Reihe, die grüne. Irgendwie.
muss da mal eingreifen. Oh ja, der hängt echt fest, ne? Ob das denn jetzt hier? Das ist noch nie passiert. Ah, jetzt kann man ja genau so war das. Ne, haben wir den wieder gefunden. Kann ich dann ausschalten. So, das war die grüne Spur jetzt hier. Das mache ich jetzt mit der Keyboard-Taste. Und jetzt mache ich das mit der Maus. Geht auch. Aber mein Keyboard ist nicht mit diesen Tasten hier belegt. Ja? Oder muss ich denn lauter? Nee. Also, das hört sich das anders an, ne? So, jetzt will ich mal Folgendes machen. Wenn ich jetzt mit den Akkorde arbeite, habe ich festgestellt, das ist ja auch richtig cooles, coole Feststellung. Ich gehe jetzt mal Akkordpads. Da, wo ich diese Akkorde hier, die habe ich ja da in diese Spur reingemacht, ne? Mit diesen Tönen. Da brauche ich bloß mit den draufdrücken. Und da habe ich die Akkorde, ja, die habe ich damit gespielt, die grüne Spur. Die werde ich jetzt löschen. Zack, weg ist sie. Jetzt habe ich da keine Spur mehr, jetzt habe ich nur das Schlagzeug. Das heißt also im Grunde zu diesem Schlagzeug. Dann machen wir von vorne. Kann ich jetzt nochmal eine neue Spur machen, ne? Habe ich jetzt so gemacht. Auf dumm, ne? Jetzt habe ich Folgendes festgestellt. Diese Akkorde hier, ich dachte, die wären so eine, das wäre so eine Vorgabe. Man kann jetzt alle Akkorde, die kann man im Grunde sich neu hier reinpacken. Ne, kann man alle ändern. Oder aber man kann Folgendes machen, das wollte ich eigentlich auch so machen, das ist auch ganz cool. Da kann man tatsächlich seine eigenen, das sind gar keine Vorgaben, sondern das ist Folgendes. Ich zeige euch das mal. Wenn ich hier drauf drücke, auf der A-Moll, hast du gesehen, dann kann ich den aufheben. Ist ja gar nicht mehr da. Ich mache mit der obersten Reihe, ich hebe die mal alle auf. B7 ist weg, D-Minor weg ist weg, E-Minor ist weg. Jetzt gehe ich nach G7. Die haben jetzt alle keine Zuweisung mehr. Da kann ich auch drauf drücken. Da passiert gar nichts. Also kurz, ich lösche das auch nochmal. 2, G7 noch und das A. So, wenn ich jetzt da drauf drücke, dann machen die keine Töne, nichts. Ne? So, das heißt also im Grunde, die untere Reihe, das sind die weißen Tasten vom Klavier. Und die obere Reihe, das ist immer die schwarzen. Ja, da kann man sich schon mal merken. Und dann ist hier immer der Grundakkord hier. Der erste unten. Ja, das wäre meistens immer das, wenn das mit einem C anfängt, der Grundakkord C. Ich mache da mal ein C rein. So, dann haben wir hier das C drin. Na, so kann ich hier ordentlich Akkorde belegen. Das heißt also, ich kann dieses C aber auch umbenennen in Moll oder in Dim. Also vermindert oder in Sus 4 oder in Sus 2. Oder auch, ne, das muss man sich mal überlegen. Major, C-Dur, ne? C-Major. Jetzt will ich aber eine Akkordfolge haben zu diesem Rhythmus in, sagen wir mal, in, jetzt nicht in C, sondern wir machen jetzt mal was in, was kann man dazu spielen? 1, 2, 3, 4, was sind das? 16 Takte, also 16 Einheiten. Dann mache ich, das ist ziemlich lang, ne? Da müssen wir eine längere Kadenz machen. Das heißt also bis, machen wir mal in A-Moll, genau, zu C-Dur passt ja auch A-Moll mal. Dann machen wir was in A-Moll. A, ne, haben wir den ersten Ton und dann machen wir Minor. A-Minor, pass auf, den muss ich nochmal. Oder? Wegmachen, so, den wollen wir nochmal belegen.
Das heißt also A Minor. Ja, das ist jetzt Amor. Dann machen wir als nächsten Akkord. Hier oben wäre es jetzt Ais. Und hier ist G und das ist Gis. Das sind die Schwärzentasten eigentlich, die hier, ne? Die braucht man aber nicht belegen. Jetzt habe ich A Minor. Jetzt machen wir mal Moll Blues oder so. Oder Moll Rock. Oder, kann man ja auch mal machen. Im A, dann wäre die Kadenz jetzt von A nach D. Müssen wir jetzt ein D haben. Und da wir es im Moll spielen, machen wir D-Moll raus. D-Moll. Und da brauchen wir was haben wir denn da? 1, 2, machen wir jetzt einen Vierer. A Minor, D Minor, E. Machen wir den hier in E Minor, also E Moll. Wo ist er? E Moll. Da ist E Minor. Da haben wir schon die ersten drei Akkorde hier drin, ne? So. Das wird jetzt eine Kadenz. Und jetzt mache ich den vierten noch. Das wäre jetzt der Übergang. E Moll 7 müsste man da machen, ne? Genau, zu A-Moll passt das doch dann, vier Stück. E-Moll 7, das ist eine einfache Kadenz. E-Moll, aber 7. Sagen wir E-Moll 7, ne? A-Moll, D-Moll, E-Moll, E-Moll 7 und dann kommt wieder A-Moll. Das ist aber dann, fängt wieder von vorne an. Das ist eine Kadenz, ne? Und die brauche ich jetzt bloß einmal spielen. Ja, das hört sich dann so an. Das heißt aber, ich könnte jetzt auch auf dem Keyboard gehen, die blauen hier, was hier ist, von C1 an. Da kann ich den Grundton immer spielen, A, dann macht er gleich einen Akkord. Na, kann man auch machen, ne? Ich mach mal hier das Ding an. So, von C1. Mal gucken, wo er jetzt hier ist. Das war ein bisschen laut, ne? So. Den müsste ich jetzt mal leise machen da oben. Zack, den mache ich leise und den. Jetzt will ich Folgendes machen. Ich mache jetzt mal erstmal mit diesen Tasten, mit diesen Pads das, ja? Eins und vier Akkorde. Aber wenn es geht, am besten vom Anfang an, ne? Das wäre interessanter. Genau. Mal einmal löschen, ne? Wusch. So, gehen wir wieder zurück, müssen wir das nochmal machen. Aber von Anfang an, ne? So. Stopp und einmal zurück. Und nochmal 1, 2, 3, 4. Ist das zu schnell eigentlich? 120, man könnte das ruhig langsamer machen. Ich mache das ruhig mal, dann braucht man sich nicht so beeilen. Ich mache das mal auf 100, dann ist das nicht so ganz so schnell, ne? Denn zum Üben ist das immer ganz gut, wenn man das ein bisschen langsamer macht. Ich bin ja hier noch am Üben. Ich komme mir vor, als wenn ich so im tiefen Wald bin, habe ich fast verlaufen, so, ne? Aber irgendwo finde ich immer irgendwie was, wo ich mich dran festhalten kann. Und da ist jetzt hier diese Spur hier, Helion Sonic. Da habe ich jetzt die Akkorde hier reingebaut als Kadenz und mache dann Folgendes nach diesem Rhythmus. Ne? Das geht jetzt rund. Zweimal. Oder wie viel ist jetzt? 1, 2, 3, 4 Mal. Ne? So, das heißt also im Grunde, den mache ich jetzt auch mit an, den Schlagzeug, dass ich einen Grundtakt habe. Ja, und 3, 4. Daneben, aber ist egal. Ja, ein bisschen vertan. Das machen wir nochmal neu. Das war jetzt Schrott. Also ich müsste 1, 2, 3, 4 warten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 muss ich warten, ne?
Merkur, das gibt das mit die 16, ja. Das ist alles nicht so ganz so einfach, ne? Also nochmal starten. Ich gucke mal, dass ich jetzt 4 hinkriege. Oder vielleicht noch langsamer. 100 ist vielleicht noch zu schnell für mich. Machen wir mal auf 80. Da kann man hinterher wieder schneller machen, ne? Nochmal den Anfang suchen hier. Wo ist der Anfang? So. 1, 2, 3, 4. Ja, schon besser, langsamer, ne? Ich habe im Leeren geschossen. Jetzt habe ich im Leeren geschossen. Da wollte ich jetzt nicht. Wir müssen gucken, ob wir das hinkriegen hier. Den müssten wir wieder rausschneiden. So. Bis hierhin geht das, ne? 1, 2, 3, 4. So, ne? So, ne? Den rausschneiden, geht das? Macht er nicht. Na okay, dann macht er nicht. Ich werde da dann ganz löschen nochmal. Der war daneben. So. Machst du nochmal. Wir machen nochmal von vorne, mal zählen. Drei. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Ne, da hat er für 1, 2, 3, 4 mal 4. Ne? Genau, 16. Müssen wir nochmal machen. Das muss genau passen. Ne? Ich könnte natürlich jetzt die Dinger nochmal dranhängen. Aber ich kann auch nach vorne springen. Da hätte ich die in einer Reihenfolge. Aber ich mach mal so. Nochmal manuell. Also, Start jetzt. 3, 4. Nicht getroffen. Nochmal, hier brauchen wir 7 noch. Dann wäre der rund, aber der ist verrissen, ne? So, stopp. Ne, das wären jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Akkorde. Aber da sieht man schon, dass das nichts geworden ist, ne? Da kann man sich mal anhören, wie sich das anhört. Ne, das ist jetzt die Aufnahme, der Grüne. Dann ging noch so. Und die Striche, das sind mal die einzelnen Töne. Ne? Man kann sich also tatsächlich selber auch an Kreuz zusammenstellen, in einzelnen. Geht auch. Ahnung hat ein bisschen von der Musik, wie die funktioniert, dann kann man sich auch einzelne Akkorde selber zusammenstellen. Ne? Einzelne Töne. Also der ist er verrissen. Ne? Den muss ich nochmal neu machen. Der war nicht so genau passend. Einmal kurz mal den noch mal wieder killen. So, machen wir das noch mal. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt also, den könnte man 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aber ich könnte die auch noch mal neu benennen. Da brauche ich nicht zurückgehen. Das könnte man auch bringen. Ich mache das mal A-Moll, 7. A-Moll. Das A-Moll war das, ne? Dann D-Moll. D. D-Moll, ne? Da haben wir hier, der nächste ist E-Minor. E. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich das entdeckt habe hier. E-Minor, da kann man nämlich
irgendwie seine eigenen Kadenzen hier spielen und dann auch laufen. Also ich will ja nicht alles hier nur von der Maschine, sondern ich will das ja selber erstellen auch. Ne? Und auch was lernen. Hier kann man richtig schön lernen, wie die Akkorde funktionieren und die Kadenzen und sowas. Ja? Als letztes nehmen wir jetzt E-7. Ne? So, E. Meiner sagt man dazu, ne? Also Moll und dann 7. Also Übergang nach A wieder, ne? So, jetzt fahre ich diese 8 Akkorde fahre ich hintereinander. 1, 2, Punkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Und immer bei der ungeraden Zahl, da muss ich dann umwechseln. Da kann man sich auch merken, so. Das heißt, ich fahre wieder nach vorne. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, jetzt mache ich das in einer Reihenfolge. Ne? Und Abgang. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Verschoben. Aber da kann man auch einzeln reinbauen, ne? Dann bin ich echt vertan wieder. Wir lesen einen Akkord, also ein Mist. Nochmal. Zack, raus mit dem Mist, zack. Und nochmal dran an den Buletten. Ja, da ist manchmal doch, also, das ist gar nicht so einfach, ne? Das auch einen Rhythmus zu halten. Aber man kann auch so vermackte Stellen, kann man theoretisch auch, also auch praktisch, künstlich gerade machen, ne? Aber ich spiele das lieber jetzt nochmal neu. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 in Ordnung wäre, ne? So, kann man die Kadenz jetzt finden. Das wäre jetzt dann so, aber den Fehler haben wir drin, ne? Der Fehler. Das ist ja früh, ne? Aber man kann das vielleicht jetzt auch wieder gerade rücken. Mal gucken, vielleicht geht das sogar. Zack. Und dann den doppelklicken. Dann sehen wir das auch hier, ne? Dann gucke ich mal, ob ich das jetzt hier. Man kann das nämlich quantisieren. So, das heißt also die Spur hier. Das ist die hier, die Spur. Die mache ich noch mal ein bisschen kleiner. Hopp. 6. So, mal gucken, was er jetzt bringt. Ist immer noch zu groß. Noch ein bisschen kleiner. Das ist zu klein. So. 17, 16, so. Was hat er jetzt? So, jetzt haben wir, das ist nämlich die Spur hier. Ist jetzt diese hier. Und jetzt kann ich im Grunde diesen Fehler hier ausgleichen, weil der zu früh angefangen hat, ja? Oder der hier, der ist auch nicht richtig passiert. Die sind nicht richtig auf dem Takt. Da kann man die Formel machen. Man kann das hier quantisieren. Ich stelle das mal auf ein Achtel hier, kann man einstellen, welche Höhe man haben will, ne? 16. Oder wir machen also auf 16. Kann man auch machen.
Und da quantisieren wir dann mal. Hat sich das gerade gerückt hier. Aber ist nicht gerade genug. Dann machen wir das mal auf Achtel. Gucken, was er dann sagt. Rückt er sich wieder gerade, ne? Und jetzt machen wir auf Viertel. Was dann passiert? Auf Viertel. So. Einmal quantisieren. Wir horchen da jetzt mal rein, was der jetzt sagt. Aber im Grunde ist das trotzdem verrissen. Hier, dieses Ding, da ist zu früh angefangen. Man könnte die Töne jetzt verkürzen hier. Diese Länge hier kann man jetzt verkürzen auf den Anfang. Ne? Die könnte man jetzt alle genau passig machen, dass die immer genau diese Takte passen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese Länge, dass sie immer diese gleiche Länge hätte. Na, das macht man folgendermaßen. Man kann auch hier die Töne verändern. Ne? Das sind ja hier im Grunde die Akkorde. Die kann man hier auch verändern wollen, indem man die hin und her zieht. Anklicken ist er weg. Ne? So, jetzt kann man den hier. Ne, überall was reinbauen. Das heißt immer, dieser Ton hier, hier ist eine Keyboard-Rolle. Da kann man ein bisschen in die Tiefe gehen. Und bisschen höher. Ne? Man kann also jeden Ton erfassen. Das ist, glaube ich, schon C3 oder sowas. Wenn man nicht reinsetzt, hat man den Ton mit drin. Machen wir lang. Mal dann sind die ganzen Akkorde, was ich jetzt gespielt habe, alles durcheinander. Ne? Ist jeder einzelne Ton, der da ist. Man kann jetzt im Grunde das Ding leer machen und hier jeden Bereich mit einzelnen Tönen belegen. Das heißt also, wenn ich hier mit C anfange, oder C, da ist C, dann hätte ich hier ein C. Ne? Zack. Buk. Jetzt lasse ich dann einfach mal laufen. Was dabei jetzt rauskommt. Dann fangen wir von vorne an. Ja, das ist was ich jetzt verändert habe. Das heißt also im Grunde, ich könnte das jetzt wieder löschen. So, jetzt sieht man gar nichts mehr. Ne? Das heißt, den nochmal zurück. Und dann kann ich jetzt nochmal eine neue Spur anlegen. Das heißt also, Akkordbest wieder rein. Ich mache das jetzt nochmal. Das könnt ihr auch mit dem Keyboard machen jetzt, ne? Die Akkorde spielen. Oder auf, einen Ton auf dem Keyboard drücken und dann hat man die Akkorde. So, wir machen nochmal einen Durchgang. Habe ich ihn bewegt, das Ding wieder. Das ist schon wieder verrissen. Also immer wenn ich das hier drauf drücke und bewege den, dann geht er aus. Da muss ich doch irgendwie mal gucken, dass das nicht mehr passiert. Also das ist ja ärgerlich. Wenn man da drauf drückt und man ne, bewegt den Maus ein bisschen, dann geht das Ding aus. Man muss drauf halten. Ne, kaum bewegt man das Ding, ist schlecht. Also nochmal, das ist ärgerlich. Da muss man echt wissen, ne? Kann man ein bisschen auch mit den Tasten, kann man das ein bisschen auch machen. So nochmal, ärgerlich.
das denn war, ich, also mit der Maus kriege ich das hier nicht hin. Das ärgert mich. Das verwackelt immer hier. Kriege ich das denn nicht hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist denn das Problem hier? Nochmal. Anfang. Und nochmal. Wie soll das können? Das kann man jetzt nicht sagen. Das ärgert mich aber jetzt hier. Irgendwie bin ich nicht mehr konzentriert. Ne? Das ist doch echt schwer hier mit der Maus. Also das, nochmal. Ärgerlich, ne? Ja, ich kann das auch vervielfältigen. Dann mache ich nur 4 und dann tue ich das vervielfältigen. Ich kann ja auch bringen. Ne? Machen wir das mal. Das kriege ich jetzt erstmal so nicht hin mit der Maus. Da muss ich vielleicht mit der Tastatur machen. Dann mache ich nur die ersten 4 Akkorde und vermehre die dann. Das geht auch, ne? Also, die ersten 4 kriege ich ja wohl locker hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muss noch ein bisschen üben. Ja, so, da haben wir die jetzt fertig hier. Also da kriege ich nicht so genau hin, wie ich das eigentlich will. Ja. Ist die Aufnahme jetzt? Alles im Moll, ne? A-Moll, D-Moll, E-Moll, E-7. Und dann nochmal, ne? Versuche jetzt nochmal zu quantisieren. Und zwar Achtung. Sechzehn. Quantisieren. So. Was hab ich jetzt gemacht? Spät eingesetzt. Das ist früh, ne? Na gut, da haben wir das ja schon mal auf dem Schirm. Oder auch nicht so richtig, ne? So, jetzt haben wir bestimmt schon gut Zeit vertrödelt. Also, das kann ich so machen, das kann ich auch mit dem Keyboard machen. Jetzt habe ich dann noch eine Entdeckung gemacht. Also im Grunde kann man diese Töne hier auch, wie sagt man, slicen oder was? Leise und laut machen. Jeden einzelnen Ton oder jeden Akkord kann man laut und leise machen. Ne? Hier laut und leider leise und sowas. Ich habe aber noch was anderes im Auge jetzt hier. Was ganz interessant auch ist. Oh, der Katalog? Nee. Den wollte ich nicht haben. Das ist nämlich der sogenannte Inspektor hier.
Warte hier. Das können wir dann wieder da ändern, genau. Ne, ich wollte mal was anderes haben hier. Wo haben wir das denn eigentlich hin? Hier den Sony? Nee. Was ist hier den Sony da? Na, wo ist das denn jetzt? Da wird das aus den Augen verloren. Na, kann ich das jetzt erstmal nicht machen. Ist zwar ärgerlich, aber was will man machen? Akkorde, Equalizer. Wir hatten ja schon mal gehabt den Equalizer. Audio Inset Effekte. Effekte. Habe ich noch nichts insert, ne? Es sind Audio-Katalog. So. Equalizer. Ne, ist nicht dabei. Ich dachte, jetzt habe ich verrissen. Aber das muss ich dann später mal machen. Da habe ich irgendwas entdeckt, was richtig cool ist auch, sondern das finde ich jetzt erstmal nicht. So, dann muss ich woanders weitermachen. Also jetzt haben wir das schon drauf, wie viel Zeit habe ich eigentlich schon verpulvert? Das ist doch schon 50 Minuten. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Dann könnten wir theoretisch noch... Jetzt höre ich mir das halt nochmal an. Da kann man jetzt auch schneller machen. Mal gucken, ob da, wenn das Schnitt schneller ist, wenn ich das auf 100 BPM bringe. Wie sieht das dann halt? Das ist ein bisschen schneller, ne? So, fahren wir den mal zurück. Machen wir den noch ein bisschen schneller, 120. BPM. Nochmal zurück. Wie hört sich das an? Das ist schon ein bisschen runter. Das ist ein bisschen lahmarschig, ne? So. 120 ist das jetzt. Ja, ich würde sagen, dann machen wir dann nochmal. Wenn wir schon mal dabei sind, dann werden wir das jetzt mal nochmal löschen, ne, vielleicht komme ich dann besser darauf klar, weil das langsamer, das war mir doch ein bisschen zu langsam. Das heißt also Akkordpads nochmal rausholen. Ne? So, jetzt machen wir den hier. Kann man auch jetzt jeden so einen Effekt zuführen, geht auch, ne? So, wie schnell haben wir das jetzt? Wir machen jetzt nochmal eine Aufnahme. 1, 2, 3, 4. Okay. 2, 3, 4. Ach, der Anfang ist wieder vergessen. So haben wir das nämlich gerne. Ja, Übung macht der Meister. Ne? Also wir müssen erst zum Anfang wieder gehen. Dann hat das mehr Sinn. Ne? 1, 2, 3, 4. Ja,
wir den mal durchlaufen jetzt hier, was würdet ihr mir sagen? Der war ein bisschen verrissen, der. Mal gucken, ob der sich setzt. Also der eine habe ich hier verrissen. Mal gucken, ob der sich setzt. 16. Quantisieren. So, machen wir den mal nochmal zurück. Zack. Mal gucken, wie sich das an. Aber jetzt, das sieht aus, als wenn das schon so auf gleicher Höhe ist. Jetzt, ne? Hat immer sich alles zum Anfang gesetzt. Dann horchen wir mal. Warum macht er hier nur noch ihn? Hat man kein Schlagzeug dabei? Wollen wir mal. Der hat sie versetzt dann. Ah, der müsste hier nochmal. Okay, das ist ja gut. Dann haben wir, da sind zwar auch noch Fehler drin, das sieht man auch hier. Am Anfang ist das nicht richtig so, ne? Der müsste zum Anfang gesetzt werden hier. Den setzen wir zum Anfang. Den hier. Und den. So, das war hier der Fehler jetzt, ne? Den habe ich jetzt, das habe ich jetzt hier zum Anfang gesetzt. Jetzt könnte man auch die ganzen Dinger hier verlängern, so, ne? Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ja, oder sollen wir die noch auf Maß machen? Ne, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich höre mir das jetzt nochmal an. Na, also das ist jetzt hier auch direkt am Anfang da. Das hat ein bisschen gestört, ne? Bräuchchen. Die könnte man auch alle länger machen, dass sie genau passiert sind, ne? Haben wir doch da schon ein ganz leichtes Ding wieder auf der Reihe gekriegt. Ja, aber da muss man echt trainieren. Ne? Jetzt kann man das hier alles verändern. Also das sind hier im Grunde die Akkorde hier, was man hier sieht. Und die kann man tatsächlich so stellen, wie man will. Da kann man auch einzeln die Akkorde sich erstellen. Ne? Geht auch. Also ist unglaublich, was man hier also mit machen kann. Ne? Ich glaube, wenn man hier den Stift nimmt, ich mache den mal größer hier. Und immer hier so ein bisschen weg, ne? Das sind ja hier die Akkorde jetzt. Das, was ich gerade gezeigt habe. Guck mal, ob wir das kleiner kriegen hier. Damit es ein bisschen besser sieht. So, das ist das Ding ja hier, ne? So. Ne? Mal den mal von. Das ist von Anfang an hier, ja? Da kann man im Grunde hier die ganzen Töne hier. Na, mal gucken, wo ist das Ding jetzt hier? Da muss ich erstmal zum Anfang bringen, das sieht das nicht gut aus. Wo ist er jetzt hier? Da ist er so. Das ist der Anfang da, ne? So, so wollen wir den haben. Das haben wir jetzt nochmal groß machen. Dass man da, das ist schon wieder nicht. Dort ist ja der Anfang, ne? So, jetzt kann man hier die ganzen Töne hier, die man hier gelegt hat, diese Akkorde hier, das sind die Akkorde. Jeder Ton hier ergibt den Akkord, ne? Da hat man hier ein A, da hat man hier ein, ne, ist kein A, das ist ein A. Ein tiefes A, eine Oktave höher ein A, dann hat man hier ein F und hier hat man ein H. Oder ein B. Und das ergibt das den Akkord, ne? Da kann man den wieder selber reinmachen oder auch die Längen, die ich jetzt, hier wurde, ist es ja manchmal länger und hier manchmal kürzer.
Da kann ich jetzt alles machen, wie ich das will. Ich probiere das mal. Das heißt, auch den hier einfach nur verlängern hier. Zack. Ist der länger geworden, ne? Und den auch hier. Den mache ich auch länger. Zack. Den mache ich auch länger hier. Zack. Da hätte ich den ersten Akkord schon mal so, wie er sein soll. Den zweiten. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ne, machen wir auch 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist noch nicht ganz, ne? Ne. So, 4. 1, 2, 3, 4. Das sollte, dann sind die Akkorde richtig editiert. Das ist ja im Grunde, was ich jetzt mache, ein Editieren, sagt man dazu, ja. Ein Umschreiben. Nehme ich den Ton noch hier. Das ist jetzt hier A-Ton. Dann mache ich auch nur länger. Auch hier, dieses Ende hier, da muss ich auch wieder verlängern wieder. Das ist jetzt ein E. Das ist auch ein E. Ne, das ist kein E, das ist jetzt hier ein D. Jetzt habe ich hier ein A und eine Oktave tiefer. Ne? Ein D. So. Dann haben wir den auch rum. Ne? Man sieht ja, die werden jetzt alle lang. Ne? Und die mache ich mir jetzt so, wie ich die haben will. Ne? Kann man den hier auch länger machen. Ist auch zu kurz. Zack. Zack. Ja, ich würde sagen, wenn ich das jetzt hier fertig habe, dann höre ich auch auf. Ne? Dann ist der Film jetzt schon ganz ziemlich lange. Das soll ja im Grunde so eine Stunde, dann ist das gut. Ne? Also ich finde das richtig klasse, ja, was man hier mit dem Int machen kann, das ist unglaublich, ne? So, machen wir den hier. Ich werde hier mal alle so vier Achtel machen, mal so, ne? Vier Achtel, vier Achtel. So, noch ein. Hier fehlt noch einer. So. Den wollte ich nicht haben. Den muss ich rückgängig machen. Zack. So, den brauche ich nicht. Den habe ich da verrissen. Den will ich verlängern. So. Ich will ja keinen reinbauen, sondern ich will das ja alles so machen. Ne? Der hier, der ist doch auch schon, oder nicht? Nee, den habe ich noch nicht. Da habe ich hier noch. Ja, so richtig sauber ist es immer noch nicht, aber man sieht, wie man das macht. Ne? Da muss man sich richtig Mühe geben. Den Ton verlängere ich auch hier. Immer vier Achtel. Dann kann ich da nichts falsch machen. So. Ne, sieht man das, die werden jetzt alle länger hier. Das habe ich ein bisschen da zu lange, zu kurz geklungen. Ne? Also diese einzelnen Töne, die zusammen ergeben ja einen Akkord, aber die haben alle zu kurz geklungen. Ne? So, dann sind wir ja gleich durch. Ich würde sagen, das reicht dann aber auch für heute. Das nennt man also editieren. So, das schreibe ich jetzt noch dahin. Den mache ich auch noch länger. Dann hören die Akkorde sich gleich besser an. Ne? So, den noch ein bisschen verlängern hier. Zap. Man kann die auch drauf zwei Achtel stellen oder so wie man will. Ein Achtel, solange wie der Ton klingen soll. Ne? Ich mache die aber jetzt mal auf lang, so alle, dass das sich ungefähr gleich anhört. Ja, kann man hinterher immer noch basteln, wenn man will. Ja, kann man also immer wieder dran gehen und das Ding dann zu voll. Da ist zu lang hier zum Beispiel. Kann man hier zurück machen. Auch zu lang. Auch zu lang. Ja, da kann man, wie gesagt, editieren, schreiben, wie man es haben will. Na, du solltest da nicht rein. Er will sich da wieder reinmogeln. Haben wir es, ne? Der ist zu kurz ein bisschen, den machen wir mal in der Praxis. So. Ich würde sagen, jetzt sieht das ganz gut aus, ne? Eins, ach so, warte mal, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Eins, zwei, drei, das sieht ganz gut aus. Jetzt mit denen hier, den muss ich verlängern noch. Den muss ich verlängern, den muss ich noch verlängern. Den muss ich noch verlängern. Und den noch hier. So, ich würde sagen, das Bild sieht schon ganz gut aus. Die muss ich auch noch verlängern hier. Zack.
Tag. Tag. Und, ey, mach keine Dinger. Da will ich wie einer reinmogeln. Rückgängig kann man, glaube ich, auch mit Strong und also mit Steuerung und Z machen. Also mit Tastatur, ne? Da gibt es auch ganz viele Shortcuts. Das Ding, genau. So, jetzt sieht das so ganz gesund aus. Da ist noch einer, der ist ein bisschen kurz gehauen. So. Da ist noch einer. Ja, das also ist jetzt im Grunde die Töne ausgleichen. Das, was man an Fehler hatte, da ist einer zum Beispiel nicht früh genug angefangen. Den machen wir rückwärts. So. Na dein. Wo ist denn jetzt hier? Nochmal. So, war der? Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Dann machen wir rückgängig. Der hat sich vertan. Nochmal einen rückgängig. So. Den nochmal. So. Den wollte ich nur kürzer machen, ne? So. Na, was macht der denn da? Will mich jetzt ärgern. Nee, pass auf, jetzt machen wir den. Der ist zu kurz. So, und jetzt machen wir den noch hier. Bis dahin, ne? Genau so. Das haben wir. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle drin. Na gut, dann mal gucken, was ich da jetzt wieder gebastelt habe. Also da muss man sich richtig, ich sag ja, man kann mit Tönen malen. Ne? So, jetzt, das Bild sieht schon ganz gut aus. Dieser Ton, der ist, glaube ich, falsch. Da habe ich einen reingesetzt, der da gar nicht hingehört. Ja. Na, aber ich würde sagen, wir machen das jetzt nochmal. Wo ist das Ding hier? So, ihn hier. Den tun wir mal löschen. Und jetzt hier neu. Das heißt also im Grunde raus mit dem Ding. Und jetzt sehen wir es nochmal neu. Das war hier, was war das für eine? E war das, ne? E, genau. E. Die so lang durch und da ist das E gesetzt. Also, wie gesagt, man kann auch einzelne Töne setzen, oder? So, jetzt ist das Ding geklärt. Ja. Also will ich mal gucken, wie sich das anhört. Na, jetzt haben wir die, da sieht man, dass die so gleich sind. Jetzt gucke ich, dass ich das nochmal quantisieren kann. Und jetzt höre ich ihn nochmal. Da ist falsch reingesetzt, ne? Hat man gehört. Da ist der hier. Aber auf jeden Fall hört man, hört, die klingen jetzt richtig länger, ne? Da will ich mal gucken, ob ich den noch rausbauen kann hier, den Fehler. Da war doch ein Klingelingeling dabei, der mir gar nicht gefällt. Der hier. Den muss ich nochmal. Den muss ich nochmal löschen. So. Da bin ich nämlich geärgert. Oder? So. Den müsste ich so machen. Ja. Jetzt ich den nach vorne. Der war ein bisschen zu weit. So. Und den tue ich jetzt verlängern, ne, mit dem Stift. Da kann man das dann machen, so. Da kommt man der Sache schon mal näher, ne. Also das, jetzt habe ich den hingekriegt. Ja, also so kann man sich die einzelnen Töne hier gerade biegen. Na, jetzt war jetzt immer noch nicht perfekt, aber das ist schon mal ein ganz guter Weg bis jetzt, ja. So, also ich mache das hier wieder klein und das hören wir uns jetzt noch einmal an und dann muss aber erstmal gut sein für heute. Dann machen wir den Equalizer gleich nochmal an. Thank you.
Equalizer dazu an. Und den Sound ein bisschen anmischen noch. Gehen wir mal in die Mitte. Damit habe ich jetzt einmal genug rumgebastelt hier und schon wieder ein bisschen mehr kennengelernt. Nicht? Also wie gesagt, das ist wie, als wenn man in den großen Wald reingeht und verläuft sich erstmal. Da muss man sich immer mehr so zurechtfinden. Ja, und ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man sowas machen kann. So, dann speichere ich das mal, verabschiede mich bei euch und dann werde ich demnächst immer, wenn ich mal so ein bisschen hier rumwuschel, experimentiere, ja, und auf Entdeckungsreise bin bei Cubase, dann nehme ich auch mal mit so auf Reise. So, ne? Das ist eine richtige Reise. Das dauert jetzt bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre, bis ich das auf dem Schirm habe. Das ist richtig toll, wenn man so andere Leute sieht, die das echt können. Das sind so Toningenieure oder Leute, die Tonstudie haben, Techniker, Musiker. Ja, und ich kann nur empfehlen, junge Leute, die so auf diese, das kann man als Beruf machen, Audiotechnik, ja? Als Ingenieur oder als Audiotechniker und sowas, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die brauchen sowas, die arbeiten mit sowas hier, ne? So, dann würde ich sagen, seht zu, dass ihr einen schönen Beruf bekommt. Wenn ich doch 50 Jahre früher so hätte ich das und hätte das wählen können, dann hätte ich gesagt, ja, das wär's. Oder so Funktechnik hätte ich auch gerne gemacht, so in ne, aber da ich bin leider Schlosser geworden, der jetzt in Rente ist. Aber da ist hier ein richtig cooles Hobby, muss ich schon sagen. Das ist ja nicht nur Musik, sondern auch Technik, oder? So, ciao, ciao. Mal und tschüss.